Aber lass uns doch noch mal auf diese langweilige russische Brücke zurückkommen. Was ich ja wirklich interessant finde an diesem Seymour Hersh-Artikel ist, dass ein amerikanischer Offizieller ihm gesagt hat, natürlich war das unsere Technologie, mit der die Brücke, die Kerschbrücke in die Luft gejagt worden ist. In beiden Fällen. Er hat gesagt, in beiden Fällen, bei der ersten Explosion und jetzt bei dieser auch. Es sei eine ferngesteuerte Drohne gewesen, die halb untergetaucht war wie ein Torpedo. Und Hersh habe ihn gefragt, ob sie irgendwie mal drüber nachgedacht hatten, bevor sie die Brücke angreifen, ob es vielleicht Vergeltungsmaßnahmen geben könnte. Putin könnte ja auf die Idee kommen, sich das nicht gefallen zu lassen, seine milliardenteure Brücke, 3 Milliarden oder wie viel hat das gekostet? Was macht denn Putin? Und dann sagt er, na, so weit denken wir gar nicht. Unsere nationale Strategie ist, dass Zelensky alles machen kann, was er will. Es gibt keine Erwachsenenaufsicht. Keine Aufsicht, sagen die. Aber ich meine, also wenn man sich das jetzt mal überlegt, das ist jetzt das zweite Mal, dass die diese Brücke, das ist ja ein Kriegsakt, das ist ja wirklich, das ist ja eine Kriegshandlung, ja? Das ist Staatsterrorismus. Da muss man sagen, dann hat der Putin bislang eigentlich doch recht besonnen reagiert mit diesem Blockade des Getreides. Also ohne, dass ich das jetzt hübsch Schon schön reden will, aber. die ganze Zeit. Also ich meine, in Russland gibt es ja Stimmen, die Putin für ein Weichei halten und am liebsten morgen mit der ganzen Power der russischen Armee, die ja da noch überhaupt nicht zum Einsatz gekommen ist bei der Militäroperation. Ja, wir müssen jetzt, da gibt es etliche Stimmen. Ich gucke mir immer, das kann ich euch auch empfehlen, den Blog von Gilbert Doktorow an, Amerikaner, der aber in Brüssel und in St. Petersburg lebt, und der guckt immer die russischen Talkshows. So das, was bei uns hier Maischberger oder wie das Zeug heißt, ich gucke das ja nicht mehr, aber der schaut sich das in Russland an und berichtet dann darüber. Und mir war das auch schon aufgefallen, als ich im letzten Mai da war und mit meinem Dolmetscher abends im Hotel da mal durchs Programm gezappt bin. Und der hat mir dann halt übersetzt, was da in den Talkrunden los war. Und ich war total baff erstaunt, was da alles abgeht. Da sitzt der Hardcore-Kommunist, so alter Sowjetmensch, und hier auf der linken Seite sitzt echt ein Nazi, ja, so ein Hardcore-Rechter, und dazwischen dann noch so ein paar Liberale, die würden am liebsten mit Amerika kuscheln und so weiter. Also so eine Diskussionsrunde, die gibt es doch bei uns überhaupt nicht mehr. Ja, das ist doch immer nur, wie hieß das, 3 Stühle, eine Meinung. Ja. Und in Russland ist das anders, ja, da wird noch diskutiert, ja. Und insofern, wenn man sich überlegt, wie das jetzt hier alles läuft, ja, die ganze Geschichte, ja, dann kannst du nur den Kopf schütteln und sagen, ja, also was hat das hier? Dirk hat es vorhin schon gesagt, Meinungsfreiheit, Demokratie und so weiter. Wir drei, wir sind ja alles alte Journalisten, wir haben für die großen Sender gearbeitet, wir können unser Handwerk, sagen wir mal so, wir könnten doch in keinem deutschen Programm mehr irgendwo auftauchen. Ich habe am 11. September 2001, als ich angefangen habe, über diesen Anschlag zu schreiben, dann bin ich habe für viele Radios gearbeitet, Deutschlandfunk, Berlin, RBB und so weiter. War nie ein Problem. Ich konnte machen, was ich wollte da, und es hat auch kaum ein Redakteur kontrolliert, weil die wussten, der kann das, den lassen wir mal quatschen. Und jetzt komme ich 10 Tage nach 9/11 zum SFB, zum RBB, zu meinem Redakteur und sage, du, ich habe was gemacht über Mohammed Attas Koffer. Ihr wisst vielleicht, 3 Tage nach dem Abit der Koffer, und da sind alle Beweisstücke drin. Und ich hatte eine lustige Glosse gemacht, gesagt, also wenn man mit so einem Plot beim Tatort antanzt, ja, beim Redakteur, der sagt, also sag mal hier, ein Islam bleibt am Tat, ein Koran bleibt am Tatort liegen, und am Ende waren es die Islamisten, also bitte, bitte. Ja, und genau das ist ja passiert am 11.9. Und ich habe darüber, und die haben das nicht gesendet, ja. Dann habe ich noch 2 andere Sender, für die ich gearbeitet habe. Nee, können wir.
Und dann habe ich gesagt, ey Leute, spinnt ihr? Das ist hier, die Welt brennt. Und dann haben sie gesagt, Matthias, du kannst zu jedem Thema, aber nicht 11. September. Und ich hatte das Glück, damals sagen zu können, oder so zu machen, ja, weil ich habe dann nie mehr was für den Deutschlandfunk gemacht seitdem. Und das ist die Lage, und deshalb erfahren wir nichts von Hunter Biden, und deshalb erfahren wir nichts von dem, was Seymour Hersh und solche Leute in den USA publizieren. Und wir sind hier wirklich im, so wie ihr früher im Osten, Robert, Tal der Ahnungslosen, ja. Ne? Ja, wir hatten eine Antenne unterm Dachboden. Ich wollte aber noch, weiß nicht, ob wir den Link dazu haben, deine Ausgangs- oder Eingangsfrage war ja, wieso machen wir das Ganze über, wieso wird dieser Krieg eigentlich immer noch geführt? Ja, okay, Hunter Biden hat da einen Korruptionsskandal, da macht man eben ein bisschen Back the Dog, um davon abzulenken, das ist das eine. Aber es gibt ja noch, ich habe das Link da zu dem Text von Dmitri Orlov, ja, den kannst du vielleicht mal kurz anklicken, und ich würde da ein Stück vorlesen, weil das hat mir der Dmitri Orlov, sehr guter Autor, ich habe ein Buch von ihm übersetzt, Die Lehre vom Zerfall, der beschreibt, wie eine Gesellschaft kaputt geht, ja, in 5 Stufen. Und da kann man wunderbar gucken, jetzt, wo sind wir denn jetzt gerade? Und Olof hat jetzt einen Text gemacht, The Incredible Shrinking of NATO, und da hat es bei mir, dachte, ja, okay, jetzt habe ich es kapiert. Also, ich lese mal, hab ein Stück übersetzt, ich lese es mal kurz vor. Warum läuft dieser Krieg, von dem wir eigentlich wissen, dass er nicht gewonnen werden kann vom Westen, ja, weil Russland 10-fach überlegen ist, warum läuft das immer noch weiter? Warum opfert man jeden Tag 500, 700.000 Ukrainer da und lässt sie wegschlachten? Das ist doch Wahnsinn, Leute, hört doch auf. So, also, warum? Warum hört es nicht auf? Ja, der Dmitri schreibt hier, die NATO ist ein Club von gefangenen Käufern von in den USA hergestellten Waffen. Darum geht es bei den gepriesenen NATO-Standards, die die Ukraine erfüllen muss, bevor sie als würdig erachtet wird, in die NATO aufgenommen zu werden. Um diese Standards zu erfüllen, müssen die Waffen überwiegend aus den USA stammen. Das ist auch der Grund für all die verschiedenen Kriege, die man sich ausgesucht hat, von Serbien über Irak, Afghanistan bis Libyen und Syrien. Es handelt sich um Demonstrationsprojekte für US-Waffen mit dem Ziel, die Waffen und die Munition zu verbrauchen, damit das Pentagon und der Rest der NATO sie neu bestellen muss. Die geopolitischen Begründungen für diesen militärischen Zweck sind reine Rationalisierung. So warfen die USA zwischen 1964 und 1973 in 580.000 Einsätzen mehr als 2,5 Millionen Tonnen Bomben auf Laos ab. Das entspricht einer Flugzeugladung Bomben alle 8 Minuten, 24 Stunden am Tag, 9 Jahre lang. Was waren die geopolitischen Gründe dafür? Niemand kann sich mehr daran erinnern. Es gab keine. Aber diese Bomben standen kurz vor dem Auslaufen und mussten verbraucht und nachbestellt werden, damit das Geld weiter fließt. Ja? Und darum geht es. Ja? Das Geld muss weiter fließen. Und jetzt hat Pistorius, da unser Minister, gerade wieder mal 20 Milliarden locker gemacht aus der Hüfte. Ja? Also wir sind, die NATO muss diese Waffen kaufen. Die Leopards werden kaputtgeschossen. Gestern Aber es gibt auch ein Gegenbeispiel. Es ist nicht nur die amerikanische Rüstungsindustrie, die verdient. Rheinmetall ist doch eine deutsche Firma. Rheinmetall will eine Panzerfabrik in der Ukraine bauen. Und Medvedev hat schon gesagt, gebt mal die Koordinaten durch. Genau. Ja. Also, das ist doch irre. Verkürzt die Lieferwege. Ja. Die liefern den Sprengstoff frei Haus. Ja, also die Russen lassen jetzt erstmal bauen, und wenn Rheinmetall seine Eröffnungsveranstaltung gemacht hat, dann plopp. Ja?
Also das ist doch irre, ja, die sind alle, ja, und ich weiß nicht, wie man da rauskommt, ja. Es ist dasselbe alte Spiel eigentlich, es ist immer die Rüstungsindustrie, die verdient an den Kriegen, die gibt den einen, das hatten wir doch oft, die rüsten die einen auf, die anderen auf, dann bekräftigt euch mal, bei dem einmal, wir liefern euch Waffen nach und so weiter und so fort, so, und die verdienen sich genau. Nur dämlich. Und jetzt passiert ja, dass eigentlich unsere westlichen Waffen von den Russen reihenweise platt gemacht werden. Ja. Patriot, das super System, kostet, was weiß ich, 400 Millionen, ja, plopp, kaputt. Ja. Leopard, ich weiß nicht wie viel, wir haben bisher 30 geliefert, glaube ich, es sollen nochmal nachkommen, die 30 sind auch schon im Arsch. Also das ganze westliche Zeug, die Russen haben irgendwie 3-4 Tage gebraucht, bis sie sich auf die HIMARS-Raketen eingestellt hatten, jetzt schießen sie 95% davon ab. Dasselbe mit Storm Shadow oder wie das Ding heißt, von den Briten. Ja. Also diese Show, die westliche Waffenindustrie da veranstaltet, ist eigentlich eine Katastrophe für sie. Deshalb haben die Briten zum Beispiel gesagt, unsere Challenger-Panzer, die sind nur für die Verteidigung von Kiew. Die schicken sie jetzt gar nicht vorne hin, weil die auch in 3 Tagen platt wären. Ja. Ja. Schicken gar keine Abrams-Panzer. Schicken gar keine. Und F-16, was hier immer irgendwelche, ja, wir müssen jetzt F-16 liefern. Ja, jetzt da muss ich noch mal fragen, also wir haben doch schon vor einem Jahr erfahren, Putin ist schwer krank, die Hälfte der Soldaten ist schon desertiert und die Waffenlager, die das reicht nur noch für 3 Wochen bei den Russen und so weiter und die Raketen gehen aus. Dirk, jetzt muss ich mal fragen, hat das etwa alles nicht gestimmt, was wir da... Ja, ich meine... Kein Kommentar. Was Matthias ja schön beschrieben hat, das ist, wenn wir uns erinnern, der amerikanische Dollar funktioniert darüber, dass fast alle Geschäfte, insbesondere die Ölgeschäfte, weltweit über den Dollar abgewickelt werden müssen. Weswegen die nie auch bei astronomischen Handelsbilanzdefizit, was sie hatten, unter Reagan zum Beispiel, nie in die echte Gefahr einer echten Inflation gekommen sind. Das bröckelt weg und das ist ähnlich mit dem hier. Also ich habe ja so ein bisschen Hintergrundwissen, Luftfahrt, und wir hatten F-16, habe ich gedacht, na toll, das ist ein Jahr, und die MiG-29 und F-16 sind ein Jahr auseinander in Dienststellung. Die sind eine Generation Flugzeuge, nur dass die MiG-29 etwas besser war. Sie konnte zum Beispiel, hat eine Startrollstrecke von 280 Metern, die kann auf einem Acker, also auf sozusagen struppigem Gelände mit Steinchen, die können vorne die Dinger zumachen, da wird die Luft von oben angesaugt. Die ganzen russischen Maschinen sind darauf eingerichtet, unter widrigen Umständen zu funktionieren. Das ist ein ganz anderes System. Triebwerk wird nicht gewartet, kommt neu rein, wenn es kaputt ist. Ja? Also die werden immer komplett ausgewechselt. Und es hatte als erstes Flugzeug überhaupt die Kombination von Helmvisier mit der Auslösung von den Waffen. Also das heißt, hat der Pilot in den Helm eingespiegelt bekommen, war also eine Runde weiter. Warum also jetzt F-16? Noch dazu, dass die F-16 auf einem Flugplatz, das Triebwerk hängt da drunter, das heißt FOD, Foreign Object Damage, wenn da irgendwas auf der Rollbahn rumliegt, wird es angesaugt und sorgt für Schaufelsalat im Triebwerk. Also das kann nur von gereinigten Bahnen starten. Da brauchst du 40 Mann, um die Landebahn sauber zu oder die Startbahn sauber zu putzen. Muss sie funktionieren, darf keine Löcher irgendwo haben. Ja. Und das ist auch, hat eine viel, viel längere Startstrecke. Und der Punkt ist, dass der Westen auf diese F-16 eingerichtet ist. Und dann habe ich gedacht, welche Zeiten haben die denn, um die Piloten auszubilden? Also geht man Minimum, also wenn man sozusagen 24/7 arbeitet, von einem halben Jahr eher von einem Jahr aus. Also ist die Frage, was ist das? Und das ist, deswegen fand ich das interessant, dass wir Merchants of Death haben. Da gab es schon diese berühmte Karikatur im Ersten Weltkrieg, wo die amerikanischen Banken investiert haben in Europa und dann dafür sorgen mussten, dass auch die Briten gewinnen, als das in eine Situation kam, wo das nicht mehr klar war, also wo es sich verhakte, damit dieses Investment zurückgezahlt werden kann. Und unter diesem Gesichtspunkt sich das anzugucken, ist auch sinnvoll. Also Außenpolitik moralisch zu betreiben, ist sowieso Gaga, ja, weil Staaten haben Interessen und keine Moral. Und unter diesem Gesichtspunkt, dem Geld, sollte man sich das auch nochmal, wir haben 100 Millionen Sondervermögen. Milliarden. Entschuldigung, 100 Milliarden. Aber Vermögen, das sind Schulden.
Ja, also wenn Sie jetzt zur Bank gehen und sagen, ich habe 40.000 Euro Sondervermögen, ja, wird Ihnen die Bank was husten. Aber wir husten denen nicht, wenn sie uns sowas erzählen. Ja. Vor allem, wo das Geld herkommt, das ist ja das Wichtige dabei. Gut, aber Deutschland stand ja vor der Wahl, liefern Sie jetzt nun schwere Waffen oder nicht. Hier im Mai 2022 gab es da noch eine Debatte darüber. Der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter übte Kritik an Bundeskanzler. So, das war mein Lieblingsding. Ich habe das gelesen und ich habe an meinem Radiowecker Deutschlandfunk und werde geweckt. Und vielleicht mal kurz auf den Bildschirm zeigen, bitte. Also die hat mir das angehört und dann war tatsächlich Roderich Kiesewetter und sagte, wer jetzt keine Leopardpanzer an die Ukraine liefert, der will nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Also es war der Punkt, Panzer liefern heißt den Krieg siegreich gewinnen. Er wird beendet und es wird gesiegt. Und das ging dann sogar durch die Talkshow durch. Ja, genau, das ist vom Mai 2020 bei NTV. Der Kanzler will nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, weil er zögert, schwere Waffen zu. Der Kiesewetter hat doch gerade noch mal nachgelegt letzte Woche. Im Interview mit dem olivgrünen Kampfblatt Taz. Mhm. Ja, das du mal mitgegründet hast. Ja. Ja. Wir reden über Hunter Biden, aber was ist mit seinen missratenen Kindern? Jedenfalls, also gibt der Kiesewetter der Taz ein Interview, die druckt das auch unwidersprochen ab und erzählt dann da als neuesten Vorschlag, wo jetzt mit den Leoparden werden kaputt geschossen da, die haben keine Chance, ja. Jetzt sagt Kiesewetter, ja, wir sollten mal überlegen, wir haben ja jetzt gesehen, wenn man Putin unter Druck setzt, dann muss er reagieren, wir sollten doch jetzt mal Kaliningrad von der Versorgung abschneiden. Also Leningrad-Blockade 2.0 schlägt er jetzt vor, der Irre, ja, also da fragt man sich, was sind... Wo wollen die hin? Ja, sie haben keine Chance, da in diesem Krieg auch nur irgendwas zu gewinnen. Ja, Russland ist eine Atommacht. Die NATO hat in den letzten 30 Jahren nur gegen wehrlose Staaten Krieg geführt, die keine Abwehrmöglichkeiten, keine richtige Armee hatten. Und sie selbst da, wir sehen das in Afghanistan, ja, von einer Barfußarmee mit Kalaschnikows verjagt worden. Und die wollen jetzt gegen die größte Atommacht der Welt antreten, das ist doch Wahnsinn. Wie gesagt, es geht wirklich nur, deshalb habe ich eben das vorgelesen, es geht nur darum, dass Waffen verbraucht werden, auch die 150 mm Munition, die man jetzt verballert hat, die NATO hat nichts mehr, jetzt müssen wir diese Streumunition liefern da, weil wir die anderen nicht mehr haben. Ja? Die läuft wahrscheinlich auch bald ab, die Streumunition, wahrscheinlich, weil die nicht eingesetzt werden darf. Wahrscheinlich, ja, wie gesagt, es muss da abgelaufenes Zeug, die F-16, wie alt ist die, 70er Jahre oder 80er, das ist ein uralt Gerät, ja, da hat man jetzt noch ein paar hundert, also die müssen verballert, die müssen kaputt gemacht werden. Neu aufgelegt worden, aber die Konstruktion, also die ist sozusagen nicht mehr das Gleiche, was da 1976 probiert wurde, aber es ist keine, die neuere ist ja die F-35 und das, was auch interessant ist, dass in den USA ja gesagt wurde, die Ukraine, man wird nicht mit Absicht so weit gehen, die Russen in einen Nuklearkrieg direkt reinzuholen, was zum Beispiel der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, das wäre fatal. Auch übrigens das Abspalten von Kaliningrad. Also diesen Mann sollte man links und rechts ohrfeigen, weil das ein Wahnsinn ist, weil das wäre ein Kriegsgrund für die Russen. Das würden die sich nicht gefallen lassen. Aber was wir insgesamt dabei haben, ist eben, dass das Hocheskalieren von mit einer unglaublichen Frechheit. Also wenn man sich das vorstellt, ich habe gerade von meinem Freund Ula Tunander, der hat gerade einen neuen Aufsatz geschrieben über diese, sie erinnern sich alle, kein Inch nach Osten. Und dann wurde ja gesagt, das war ja nur mündlich. Und wir hatten uns damals schon darüber unterhalten, dass die ganze Beilegung der Kuba-Krise war auch nur mündlich. Und was aber jetzt rausgekommen ist, das ist in seinem Aufsatz, wir werden die in den Free 21, also in meinem unbedeutenden Magazin, wo auch hier... Das überhaupt nicht unbedeutend ist. Es ist ein ausgezeichnetes Magazin.
Vielleicht, weil die Cover-Story ist auch, hat er sich entschlossen, nach 30 Jahren, nach 40 Jahren zu veröffentlichen jetzt, weil wir hatten das immer unter der Decke gehalten, in der Hoffnung, dass nochmal drankommen. Die haben wir mittlerweile beerdigt. Da war BBC dran, da war CNN dran und die haben es alle bleiben lassen. Aber was er gezeigt hat, ist jetzt, dass zum Beispiel tatsächlich Dänemark, dem ja Grönland, Grönland wird außenpolitisch von Dänemark vertreten und die Westküste von Grönland gehörte mal Norwegen. Bis in den Zweiten Weltkrieg rein. Und dann hat Norwegen mit Dänemark haben sich mündlich geeinigt, dass es jetzt dänisches Gebiet ist und das ist völkerrechtlich gültig. Also die These ist, das, was Gorbatschow gehört hat, definitiv kein Zentimeter nach Osten, ist, auch wenn es nur mündlich war, das war ja die Argumentation, die wir immer gehört haben, wie so ein schlechter Bausparvertreter oder Versicherungsvertreter. Da haben sie aber nicht ins Kleingedruckte. Ja? Wir haben zwar das gesagt, aber sie haben ja die Unterschrift mit dem Datum nicht darunter. Das ist eigentlich aus völkerrechtlicher Sicht, also das mündliche Wort gilt. Und das ist etwas, was auch noch da, wir haben also eine Kette von Methoden, wo Leute entsprechendes Hochfahren. Und wir hatten in der Tagesschau, ich hatte hier übrigens, Röttgen hat das Gleiche wie Kiesewetter gesagt bei Maischberger, keiner will Russland besiegen. Das war damals, wir müssen diese Panzer liefern, wir brauchen 20 Panzer liefern, dann wird Russland besiegt. Und die Tagesschau echot diese Sachen und schreibt dann, was den Leopard so wertvoll macht. Und macht er, und das sollte man den Leuten jeden Morgen, wenn sie reinkommen, wäre gut, wenn ihnen das jemand um die Ohren haut, was sie da eigentlich die ganze Zeit betrieben haben, weil in welcher schiefen Ebene befinden wir uns denn jetzt? Hattest du nicht mal so ein Foto von so einer Botschafterin, die so einen Leopard... Das war Leopard, die Botschafterin in der Ukraine. Das war die deutsche Botschafterin in der Ukraine und das wird noch schlimmer, weil dieser Panzer, der mit Leopardenfell, sie kuschelt damit... Das ist der Königstiger der deutschen Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg. Das hat sie sich schenken lassen. Ja? Also das ist, stellt euch mal vor, Ken Jebsen wäre auf so einem Foto zu sehen. Was da wohl los war, ja? Und dann, wie viel Verständnis dafür aufgebracht wird. Ken Jebsen, der mit der deutschen Botschafterin kuschelt? Oder? Mit einem Löwen in den kleinen Machen, oder komme ich her? Die Leopardennummer ist ja jetzt over. Ja. Man kann hier auf den russischen Telegram-Kanälen und Blogs, könnt ihr euch den Militärporno angucken, ja, wie die Dinger kaputtgeschossen werden. Ja. Das weiß auch jeder. Ich habe Kriegsdienst verweigert, ja, ich bin kein Militär, aber ich habe mich, schlau gemacht. Und jeder weiß, hier gerade heute oder morgen haben wir auch wieder ein Jubiläum, 80 Jahre geht die größte Panzerschlacht der Geschichte in Kursk. Zweiten Weltkriegs, also ja, die entscheidende Schlacht. Ja. Da sind dann 2000 Panzer gegen 5000 Panzer. Und das war der deutsche Tiger, der hoch überlegen war, den kleinen T-34 oder was sie damals hatten, die ich jetzt noch am Brandenburger Tor stehen hatte. Das sind wirklich Spielzeugpanzer verglichen mit damals auch mit dem schweren deutschen Gerät. Und wenn du das siehst, wie die jetzt hier, die deutschen Politiker, diesen lächerlichen Panzer hochleben lassen, der einfach nur einer nach dem anderen kaputtgeschossen wird. Warum? Du kannst keine Panzerschlacht führen. Da sollten Sie mal General Paulus fragen, damals bei Kursk. Du kannst keine Panzerschlacht führen, wenn du keine Luftunterstützung hast. Das geht einfach nicht. Du musst zuerst mal die Artillerie kaputt machen des Gegners, damit deine Panzer vorrollen können. Und was wir jetzt sehen, seit Wochen auf den, hier in Deutschland wird es natürlich nicht gezeigt, aber auf den Blogs in Russland kann man sich das angucken, wie die Panzer, die Leopard und Bradley, da diese Schützenpanzer der Amerikaner, wie die so vorrollen, 10, 20, 30 Stück mal. Die Russen sehen natürlich alles, die haben keine Luftunterstützung, die Panzer, ja, und werden kaputt gemacht. Und das Patriot-System, das fand ich ja das Allerdollste. 400 Millionen kostet so ein Ding, so eine Luftabwehrbatterie Patriot, die Amerikaner der ganzen Welt gern verkaufen wollen. Es sind drei Autos, einer, wo die 6 Raketen draufstehen, ein Radar und ein Befehlsstand. Ja, was haben die Russen da gemacht?
Sie haben Ihre Moped-Drohne, so wird sie genannt, Flying Moped, also so eine Drohne, die, was weiß ich, $200 kostet. Da haben Sie 10 Stück mal losgeschickt, ja. Die fliegt jetzt auf die, die schießt ihre millionenteuren Raketen ab und dann kommt eine Kindschall von oben und pff, ja. Also lächerlich, wie die da kaputt gemacht werden. Und wahrscheinlich haben Sie, Sie können keine Patriots mehr in die Welt verkaufen. Ja, die russische S-400 und S-500 ist weitaus besser. Und die kann eben Luftverteidigung. Deshalb schicken die Amerikaner auch übrigens keine Jets, weil sie genau wissen, auch unsere F-35, die soll ja Stealth sein, also unsichtbar. Dann haben sie mal in so einem Wargame geguckt, okay, die Russen haben diese geile S-400, wie können wir die platt machen? Und dann kam bei dem Wargame raus, ja, wir brauchen 12 F-35, um eine Batterie zu erledigen und von den 12 kommen nur eine zurück. Also sie, ne, sie haben keine Chance. Und deswegen werden jetzt, und das ist wirklich zum Heulen, und wenn ich die Zahlen lese, ich gucke jeden Morgen seit anderthalb Jahren das ukrainische Verteidigungsministerium und das russische, was die jeweils melden. Ich habe schon nach ein paar Wochen gemerkt, die Ukrainer fantasieren wirklich irrsinnig. Da gab es doch auch diesen Ghost of Kiev, der angeblich lauter Flugzeuge abschießt. Also alles fake, ja. Die Russen sind bestimmt auch nicht 100% wahr, ja, aber deutlich näher an der Realität, wie man jetzt sieht. Ja. Und wenn ich das morgens dann lese, dass die wieder 500, 600, 700 Tote, also ukrainische Soldaten, die, das ist doch schrecklich. Und dass wir, der Westen, diese armen Schweine weiter an die Front treiben und sagen, ihr müsst weitermachen. Ihr wisst ja, der Zelensky, dieser Komiker, der wollte ja Frieden machen im letzten März. In Istanbul waren die sich schon quasi einig, bis auf ein paar Details. Ja? Die russische und die ukrainische Delegation, okay, du behältst die Krim und du behältst die Ostrepubliken und wir machen irgendwie so, also das sah schon ganz gut aus. Und dann fährt dieser Drecksack Boris Johnson nach Kiew und nimmt sich den Zelensky zur Brust und sagt, du musst weitermachen und du musst weitermachen und du kommst nur in die NATO und wenn du weitermachst und so und wir geben dir die besten Waffen. Und so wird die Ukraine wirklich. Die Hälfte der Menschen sind schon ausgewandert da und abgehauen und die andere Hälfte wird jetzt irgendwie kaputtgeschossen. Das Land wird entvölkert. Und übrigens das, was du eben erzählt hast, ich habe mir das Town Hall Meeting von Robert F. Kennedy Jr. angeguckt, also das heißt eben aus dem Stand Präsidentschaftskandidaten, der gegen seine eigene demokratische Joe Biden antritt, ist jetzt zwischen 15% und 20%. Es gibt auch eine Umfrage, dass 60% ihn für einen Präsidenten also gut finden würden. Also ziemlich unglaublich. Und der hat genau das. Das ist der Einzige, von dem ich jemals im amerikanischen Fernsehen, außer McGregor, der ja nicht mehr zu Wort kommt bei CNN, also der Oberst McGregor, der Verteidigungsminister bei Trump werden sollte, der sagt solche Sachen. Aber Robert F. Kennedy hat genau diese Geschichte erzählt, weil er nämlich gefragt wurde in dem Treffen, wurde er gefragt, Sie haben ja gesagt, dass Putin bereit war, Frieden zu schließen. Wie kommen Sie dazu? Und dann hat er gesagt, ich rede nicht von der Person, ich rede von diesem konkreten Ereignis, dann hat er das erzählt. Und das sollte man im Gedanken haben. Und ich sage jetzt mal, ich war sogar 2 Jahre bei der Bundeswehr. Ich ertrage es nicht, dass, und da gibt es eine ganze Reihe Leute, das ist nicht so, dass alle Militärs Wahnsinnige sind. Hören Sie sich den Harald Kujat an, einer der vernünftigsten Leute, die wir haben in dieser Situation. Ich ertrage es nicht, dass 350.000 junge Männer geopfert worden sind auf dem Schrein einer Machtpolitik für nichts. Das war keine Verteidigung, die unbedingt nötig war. Es ist ein Verbrechen. Ja? Und das gilt es zu beenden. Und es ist, was ich vorhin noch erwähnen wollte, war, dass jetzt in den USA davon geredet wird, dass eine Lösung wie mit Israel möglich ist. Das heißt, man hat keine, Israel ist nicht Teil der NATO, aber man gibt da jedes Jahr 4 Milliarden hin und davon kommt ein Großteil ja wieder in die USA zurück, nämlich durch Waffenkäufe, was er gerade beschrieben hat. Das ist ein schönes Kreislaufgeschäft, das heißt, man hat einen strategischen Verbündeten, der ja immer in der Gefahr, also ganz, ganz
gefährlich lebt. Wir müssen ja überall auf der Welt aufpassen, dass der Antisemitismus nicht so groß wird, weil die ganz in Gefahr sind, also eine Atommacht, ja, die den gesamten Gebiet strategisch mit vollständiger Überlegenheit und sich benimmt wie ein Apartheidstaat Südafrika und zwar identisch so. Aber das alles darf nicht benannt werden, weil wir an der Stelle aufpassen müssen, dass wir, was wir sagen, weil man sofort behakt wird. Und das gibt es auch genügend Leute, Philip Giraldi, Ex-CIA-Mann, der darüber ständig schreibt. Also das ist das Modell, was jetzt für die Ukraine hochgehalten wird. Eine Zusammenarbeit, eine Partnerschaft, in der Waffen geliefert werden. Aber das Furchtbare ist ja für das Land, dass das Land wirklich im Wortsinn ausgeblutet wird. Also ein Großteil der Männer, es sind viele Tote von den jungen Männern, die wer fliehen kann, flieht, was auch eine vernünftige Reaktion ist, übrigens auch für die Russen, finde ich. Ja. Also ich kann jeden verstehen, der in dieser Situation die Waffe wegschmeißt. Das ist sozusagen Sterben, ist so eine Sache, das sollte einen guten Grund geben, wenn man sich da hinstellt. Ja. Ich erinnere immer an die Cherokee. Das waren, glaube ich, die Cherokee, die hatten zwei Häuptlinge, einen weißen Häuptling und einen roten Häuptling, weißen für den Frieden, der rote für den Krieg. Und alle Entscheidungen des Kriegshäuptlings mussten durch den Rat der Frauen abgesegnet werden. Das war sauklug. Ja. Ich hab ja gerade von der... Hallo. Ich habe ja gerade von der Religion der großen Mutter erzählt, wenn du jetzt vom Rat der Frauen redest. Es kommt natürlich darauf an, welche. Ne? Also Frau Merkel hat ja 8 Jahre lang, das muss man ja sich auch, es gab von die... Von der Leyen. Ich wollte noch mal kurz hinweisen, wo wir eben die verpasste Friedenschance in Istanbul vor einem Jahr. Aber es gab ja Minsk, dieses Abkommen, was unser Steinmeier ja auch unterschrieben hat. Ja. Also da ging es ja genau darum. Und die Merkel und der gesamte Westen ja, hat das nur torpediert und rausgezögert und zunichte gemacht. Und sie wollen offenbar auch jetzt, wo schon, ja, ich weiß nicht, 250.000 Ukrainer ins Gras beißen mussten, es ist ihnen immer noch nicht... Ja, die Russen 1-10. Ja, ja, okay, aber Russen gehen auch drauf, aber deutlich weniger. Und deshalb, man kämpft nicht gegen einen haushoch überlegenen Gegner. Das ist doch der Punkt. Ja, wenn die Russen genauso eine Gurkentruppe wären wie die Ukrainer, dann könnte man die kämpfen lassen. Aber das ist doch irre. Ich kann doch nicht gegen... Stellt euch doch mal vor, Mexiko greift morgen die USA an. Ja, das wäre doch Irrsinn. Ja? Und China baut Basen an der Grenze und unterstützt die Leute durch Lieferung von Kampfflugzeugen. China, was wäre da? Ja, ja. China will ja jetzt in Kuba. Das fände ich geil. Also die Chinesen sagen jetzt, wir wollen jetzt in Kuba eine kleine Marinestation machen. Ja? Und so. Und da müsst ihr mal lesen, die flippen aus, die Amis. Ja? Also dass jetzt der Chinese vor ihrer Haustür, und da könnten die ja spionieren. Oh, ja? Und deshalb finde ich das super, als ich die Nachricht las. Und ich hoffe, die Chinesen treiben das noch ein bisschen weiter und sagen, ja, wir machen das jetzt. Ja? Also in China, in Kuba eine kleine chinesische Basis, die Russen könnten mit den Mexikanern reden, ja, also das sollten die jetzt mal machen, ja, also wir können uns doch nicht der Rest der Welt... Wir erinnern uns daran, als die Russen sagten, dass sie Interessen haben in diesem Gebiet, also das heißt, es ist ja ein Ranrücken der nuklearen Apparate an Moskau ran mit 6 Minuten Flugzeit. Das ist der Punkt, wo klar war von Anfang, seit 2008 war klar, dass das nicht akzeptabel ist, was weitergeführt wurde, also in die Richtung. Und wenn man das jetzt umgekehrt, wurde dann gesagt, im Zusammenhang mit Osterweiterung und dieser ganzen Diskussion, dass es das nicht gibt, regionale Interessen von einer Supermacht. Es gibt nur das souveräne Recht der Staaten, der NATO beizutreten. Und deswegen wäre das jetzt mal, wäre die Lackmusprobe, aber die brauchen wir gar nicht. Wir wissen alle, wie die aussehen würde. Es gibt keine, deswegen heißt es ja regelbasierte Ordnung, weil es nicht um Recht geht, weil Recht ist ein Prinzip, das Prinzip des Rechts ist die Gleichheit, dass vor dem Recht alle gleich sein sollen. Und regelbasierte Ordnung hat eben auch die Mafia. Und da ist es ganz klar, die regelbasierte Ordnung heißt, einer bestimmt, wie die Ordnung aussieht und die anderen
haben, sich entsprechend zu beugen. Und wenn nicht, dann. Ja, dann, das ist die Sache. Und deswegen, aber wir haben uns, ich habe es ja bereits gesagt, wir haben uns so mit Minsk 1 und 2 hat sich Deutschland und mit dieser Darstellung von Scholz bei Biden, wir sind auf der einen Seite Lachstoff für die gesamte Welt und nicht mehr ernst zu nehmen und verlogen. Ja? Und völlig zu Recht. Ich sage ja, das ist, wie die Sachsen sagen, durch eigene Schulden die Gogge geraten. Ja? Und das ist so. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen hier. Ich muss jetzt hier mal meinen Heimatdialekt hochhalten, das war kein Sächsisch.